So, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung angekommen. Als letztes haben wir noch jetzt die Veranstaltungshinweise und die liest heute Matti. Wie jeden ersten Dienstag im Monat findet auch morgen um 19 Uhr der Einsteigertreff in unserem Büro in der Basler Straße 20 statt. Hier informieren wir euch über die Arbeit der einzelnen Untergruppen und erklären, wie ihr mitmachen könnt. Direkt im Anschluss beendet die Kampagnengruppe in Kooperation mit dem Referat gegen Antisemitismus und der Amadeu-Antonio-Stiftung die Aktionstage gegen Antisemitismus mit einem Vortrag zum Thema Antisemitismus nach 1945 des Historikers Professor Dr. Ulrich Herbert. Der Vortrag findet um 20 Uhr in Raum 1199 im KG1 der Albert-Ludwigs-Universität statt. Der Eintritt ist frei. Für Mittwoch, den 7. Dezember, hat die Asylgruppe eine Vorführung des Films Les Sauteurs, Those Who Jump organisiert. Für den Film wurde der Flüchtling Abu Bakar Silibe auf dem Weg nach Europa mit einer Kamera ausgestattet, um damit die Stationen seiner Reise zu filmen. Die Aufnahmen geben einen intimen Einblick in die Ängste und Gedankengänge der fliehenden Menschen. Die Vorführung findet um 20 Uhr im KG2 Hörsaal 2004 der Uni statt. Der Film wird auf Französisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist auch hier frei. David Lohmüller, den ihr vorhin im Interview mit Anna gehört habt, zeigt am Donnerstag, den 8. Dezember, die besten Bilder, die während seiner Zeit im Flüchtlingslager Idomeni entstanden sind. Der Fotovortrag beginnt um 19.30 Uhr in Raum 1010 im KG1 der Universität. Einlass ist schon 19 Uhr. Der Vortrag wird in einer Kooperation der jungen europäischen Föderalisten, der Mundologia und der Amnesty Hochschulgruppe Freiburg durchgeführt und kostet 2,50 Euro Eintritt. Am 10. Dezember ist wie jedes Jahr Tag der Menschenrechte. Um darauf aufmerksam zu machen und Unterschriften für den diesjährigen Briefmarathon zu sammeln, halten wir von 10 bis 16 Uhr eine Mahnwache am Bertholdsbrunnen. Alle sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren und den Briefmarathon mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Ihr könnt auch im Internet unter briefmarathon.de gerne für alle Fälle unterschreiben. Super, vielen Dank, Matti. Das war's auch schon mit Amnesty Aktuell, der monatlichen Radiosendung der Hochschulgruppe in Freiburg. Wir hoffen, euch hat unser Jahresrückblick gefallen, ihr habt ein paar neue Dinge erfahren und nebenbei auch einen tieferen Einblick in unsere Arbeit hier in Freiburg erhalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören, verabschieden uns für heute und freuen uns, euch vielleicht bei einer der kommenden Veranstaltungen der Hochschulgruppe zu sehen. Bis zum nächsten Mal.